Bei mir zu Gast jetzt beim Interview auf der Enduro Trophy in St. Georgen, Tobias Moretti, herzlich willkommen. Willkommen, willkommen. Gleich zu Beginn, seit wann begeistern Sie sich für den Motorsport und woher kommt eigentlich diese Leidenschaft? Zunächst einmal muss man jetzt im Ziel wirklich einmal diesen unglaublichen Leistungen gratulieren. Es ist so unvorstellbar, was die da leisten. Wir sind ja vorher gefahren, auch eine Runde. Es war wahnsinnig schwer, noch viel glitschiger als gestern. Es ist wirklich fast unmenschlich, eine Runde zu fahren. Und die fahren nicht eine Runde, also und stürzen und verkanten sich, verkeilen sich. Das kriegt ihr natürlich da verständlicherweise in Journalistenmanier, ihr herunten steht es nicht mit. Aber da oben, wenn man in diese Abgründe schaut, wenn die wirklich um ihre Existenz kämpfen und dann Abfahrten fahren, die nicht mehr als Abfahrten zu bezeichnen sind, weil es eher nur senkrecht ist und man kann nur hoffen, dass irgendwann einmal da unten ein Ende dieses Steilhanges kommt. Es rutscht nur noch das Rad, es fährt gar nicht mehr. Und dann sich noch zu motivieren und dann noch nicht nur durchzukommen, sondern auch ein Rennen zu fahren, das ganze 2 Stunden. Wir haben eine Runde gefahren, nicht einmal, und waren schon am Ende. Und muss man wirklich denen ein ganz großes Kompliment zollen und Respekt zollen, denn diesen Fahrern unglaubliche Leistung. Und ich bin froh, dass ich da bin, dass wir das probiert haben, dass man es gesehen hat. Ich meine, natürlich ist unser Sport, der Rallye-Sport, eine andere Disziplin. Aber es gehört halt dazu, dass man sozusagen im Hard-Enduro-Bereich genauso trainiert, weil das ist eigentlich die Königsdisziplin dieser Mischung aus Mut und aus Technik. Und wie lange fahren Sie jetzt schon privat? Wir fahren ja. Ich habe schon als Bub angefangen mit dem Straßensport und bin eigentlich eher durch Zufall, durch meinen Bruder, durch den Gregor, bin ich zum Motocross bzw. Endurosport gekommen, haben wir einfach ein paar Mal probiert und ich habe mich so wahnsinnig deppert angestellt, dass ich gedacht habe, das gibt es überhaupt gar nicht, wie schwer ist das denn? Ich habe geweint bei den ersten Malen, weil ich nicht mich getraut habe, mehr hinunterzufahren. Ich habe auch sozusagen völlig bar jeder Vernunft dann versucht, in der Verwirrung des Motorrads irgendwie gegen die Schwerkraft wieder aufzurichten, anstatt dass man so, es sind natürlich alles technische Dinge, die man dann mit der Zeit lernt. Man muss unglaubliche Beherrschung haben. Und das ist, wenn man das anschaut, wirklich wahres Heldentum. Wir leben in einer Zeit, und zwar auch als Metapher, weil nicht jeder für sich kämpft. Und immer wieder aufsteht, immer wieder letztendlich gegen sich gewinnen muss, sondern finde ich auch als Vorbildcharakter wichtig, weil wir leben in einer Zeit, in der sozusagen Helden ist für unsere Kinder und Jugendliche nur noch am digitalen Sektor gibt. Das sind Menschen ohne Schweiß und Blut, ohne menschliche Schwächen. Und dadurch ist es eigentlich eine einzige phänotypische Lüge. Und das gibt es nicht, solche Menschen. Und das sind Menschen wie du und ich, die kämpfen müssen, die eigentlich eine Metapher sind für alles, was man macht im Leben. Und nebenbei so ein spannender Sport, dass ich wirklich ganz begeistert bin. Und darüber hinaus bin ich auch begeistert, wie interessant dieser Veranstalter das hier macht und wie begeistert die Leute da hier das aufnehmen. Hier in der Steiermark, Kärnten, dieser Bereich, Menschen, die wirklich mit der Natur, in der Natur leben und sie trotzdem auch herausfordern, dennoch aber drauf schauen, obwohl dieser Sport sozusagen unter Anführungszeichen ja ein Motorsport ist und jetzt nicht unbedingt der Leistungssport ist, aber trotzdem, man macht dieses Rennen ja nur selten, einmal im Jahr. Und dann muss man es eigentlich, man muss letztendlich mit den Hindernissen, mit den natürlichen Hindernissen, mit der Natur spielen und nicht gegen sie. Und das ist auch die ewige Herausforderung. Und das ist wunderbar. Und wir haben jetzt ganz kurz Ihren Bruder angesprochen, mit dem Sie ja gemeinsam beim Africa Race teilgenommen haben. Inwiefern hat es jetzt Ihr Verhältnis gestärkt bzw. beeinflusst? Unser Verhältnis als Brüder, wir sind vier Brüder, ist sowieso
so, dass wir eigentlich alle wie Freunde groß geworden sind und sehr innig verbunden sind. Uns ist leider heuer der Vater gestorben, aber das ist eigentlich immer verbunden gewesen, ganz eng und ganz dicht. Aber klarerweise ist das ein Unternehmen gewesen, das Paris Dakar. Als wir in Dakar angekommen sind, hat man eigentlich erst danach die Dimension für sich irgendwie realisiert, wie gefährlich das war, wie welche Herausforderung das war und aber auch irgendwo wie deppert das war, sowas auch zu machen als Mensch, der das nicht als Beruf hat. Aber trotzdem, wir haben ein Dreivierteljahr trainiert, wir haben uns darauf vorbereitet, wir haben quasi unser ganzes Leben umgestellt und das ist etwas, was uns niemand mehr nimmt und was uns auch stärkt und was uns letztendlich für uns selber in eine Situation geraten lässt, die unvergessen ist. Ne? Und das kann man auch immer wieder aus dem Tarock ziehen. Für sich nicht nur, weil man sich irgendwie toll vorkommt, sondern auch als Maßstab, wenn es einmal nicht so gut funktioniert, welche Hindernisse oder Hürden man immer irgendwie zu bestreiten hat, sagt man so, genau wie damals. Und da geht es halt wieder weiter. Und welche Motorräder findet man jetzt bei Ihnen in der Garage? KTM wahrscheinlich? Ja, selbstverständlich. Klarerweise habe ich diese fantastische neue 450er. Ich habe auch eine Freeride. Wir haben auch eine Trial-Maschine, weil das ist einfach eine ganz wichtige Disziplin. Vor allem auch jetzt für einen Buben, für einen Jungen, der fährt schon sehr gut. Der ist mir ja heute hinterherpfiffen. Und das war schwer. Und dann habe ich noch ein paar fesche Oldtimer. Zu guter Letzt würde ich Sie gern bitten, mir den Kanal 3 Fragebogen zu vervollständigen. Ein schöner Morgen beginnt für mich mit? Ja, mit so einer Veranstaltung wie da hier, ne? Mit einer so einer Motorsportveranstaltung, könnte man schon sagen. Und zwar jenseits von Wetterbedingungen. Kaffee trinken würde ich gerne mit? Ja, am besten mit mir allein. Ja, weil da will ich mehr Ruhe haben. Das esse ich am liebsten? Momentan hätte ich eine große Lust auf so ein Bratwürstel da hinten im Zelt. Genau, das können wir uns dann gleich anschließend holen gehen. Und zu guter Letzt, für die Zukunft wünsche ich mir? Na, mir wünsche ich jetzt weniger, ich wünsche den Veranstaltern eigentlich alles Gute und ich wünsche, dass auch heute das Hauptrennen ohne Verletzungen zu Ende geht. Ich sage vielen lieben Dank fürs Interview und viel Spaß noch. Ja, das ist gut. Das neue hat den Debatte.